Kapitel 12. Latias. Die Erbin einer antiken Macht. Unsere Schifffahrt verlief genauso, wie wir es geplant hatten. Rund 2,5 Tage verbrachten wir auf hoher See. In dieser Zeit verbrachte die Familie um Bulbi viel Zeit mit ihrem alten Gildenmeister. Blatt nutzte die Zeit, um wieder mit seinem alten Freund Spark auf einen Stand zu kommen. Somit verbrachte ich die Zeit eher alleine. Ich wusste ehrlich gesagt selber nicht, ob ich mich darüber freuen sollte oder nicht. Es gab mir viel Zeit zum Nachdenken, die sich für mich nötig anfühlte. Gleichzeitig wusste ich aber, dass meine Gedankenfreiheit mich zu Gedanken bringen würde, die meine Lage nach meinem kleinen Breakdown nicht verbesserten. Mich beruhigt hatte ich natürlich schon länger, aber nun waren es eher die Hintergründe des Ganzen, über die ich mir Gedanken machte. Ich kannte mich mit der Psyche von Pokémon aus, das ist klar. Und deshalb machte ich mir umso mehr Sorgen. Ich sah nur ein paar Möglichkeiten, was so eine Reaktion meinerseits hätte auslösen können. Vor allem wusste ich aber, dass ich jetzt handeln sollte. Ich konnte mich jetzt nicht von irgendetwas derartigem übermannen lassen. Gerade jetzt, wo wieder ein Krieg anstand, durfte ich nicht schwächeln. Schon gar nicht mental. Für jedes Psycho-Pokémon war dies ein Albtraum. Doch was löste diesen Breakdown nun aus? Ich sah nur eine Möglichkeit. Natürlich fühlte ich mich immer noch, als hätte ich versagt. In meinem Unterbewusstsein musste dieses Gefühl jedoch noch einmal so viel stärker sein, dass es einmal freigesetzt wirklich meine gesamte Mentalität zerschlagen könnte. Und ich sah nur eine Möglichkeit, mit der es mir vielleicht ein wenig helfen könnte, besser zu werden. Eevee finden. Wenn ich es schaffte, sie zu finden und ihr dabei zu helfen, Groudon zu bezwingen, dann hätte ich zumindest irgendwie mein Scheitern wieder gut gemacht. Also war diese Suche nicht mehr nur für Eevee, sondern auch für mich. Und für den Weltenbaum sowieso. Auch wenn meine Laune durch all dieses Durcheinander natürlich nicht unbedingt toll war, war die grundsätzliche Stimmung unserer Gruppe prima. Alle nutzten die Zeit gut und waren frohen Mutes, als der Eiskontinent bald nahe kam. Unser Plan war simpel, aber effektiv. Wir würden die Eiswüste durchqueren, in der Hoffnung auf Eevee zu treffen, bis wir schließlich auf der anderen Seite des Kontinents in Seemobs Geburtsdorf ankommen würden. Dort würden wir uns dann auch erkundigen. Und wenn wir danach Eevee immer noch nicht gefunden hatten... Ich wollte gar nicht drüber nachdenken. Wir mussten sie auf diesem Kontinent einfach finden. Also, sind alle ausgerüstet? Wir müssen für die Eiswüste vorbereitet sein. Vor allem, da wir dort eventuell einige Zeit verbringen müssen. Das wird schon, Latias. Seemobs hat mir und Bulbi ein paar Tricks gezeigt. Und wir haben es auch schon während dem Blizzard geschafft. Und so etwas werden wir jetzt hoffentlich nicht erleben. Trotzdem müssen wir alle bereit sein, Shinux. Also, sind das alle? Ja, auf ins Abenteuer. Ich habe auch alles. Ich hoffe, dass es trotz meinem Typen ausreicht, aber ich bin optimistisch. Alles durchgecheckt. Mir nach kann's losgehen. Ein letzter Abschied vom Captain. Und es ging los. Auf zur Suche nach Eevee. Kaum verließen wir das Schiff, nahm ich eine leichte Aura wahr. Es war ähnlich wie bei Bulbi und Shinux im Wald, nur nicht so stark. Eevee ist hier, ich spüre es. Sie ist hier. Na dann los, wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Sofort brachen wir auf. Schon jetzt fiel mir ein Stein vom Herzen. Dass ich Eevees Emotionen spüren konnte, hieß auf jeden Fall, dass sie am Leben war. Wir waren noch nicht zu spät. Ich merkte schnell, dass die anderen ziemliche Probleme damit hatten, mit meinem relativ schnellen Tempo mitzuhalten. Latias, wir wissen alle, dass du Eevee schnell finden willst, das wollen wir alle. Aber wir können nicht fliegen, also bleib bitte ruhig, wir kommen nicht so schnell voran. Es fiel mir jedoch sehr schwer, mich an das viel langsamere Tempo der anderen anzupassen. Wisst ihr was? Ich fliege vor. Ich gehe zu Eevee und ihr kommt nach. Bevor mir überhaupt jemand widersprechen konnte, war ich bereits abgedüst. Ich hatte jetzt wirklich nicht die nötige Geduld, um länger auf das Wiedersehen zu warten. Während meine Freunde hinter mir langsam aber sicher immer kleiner wurden, erstreckte sich vor mir die Eiswüste weiter und weiter. Die Sonne verschwand bereits am Horizont, da die Tage an diesem Ort nur wenige Stunden lang waren. Bis ich Eevee gefunden hätte, wäre es sehr sicher Nacht. Und so kam es auch. Ich war noch auf der Suche, als die Sonne bereits komplett verschwunden war. Die Polarnacht war an diesem Tag völlig wolkenlos. Zwar war es eiskalt, aber der Anblick war wunderschön. Schon bald erhoben sich Polarlichter in den Himmel und erhellten das Eis wie eine bunte Lampe. Ich hatte keine Ahnung, wie weit meine Freunde inzwischen hinter mir lagen.
Aber Ivys Gedankenwellen wurden stärker und stärker, je weiter ich flog. Schon bald erreichte ich die Westküste des Kontinents. Und am Icing Cliff saß ein einziges Pokémon und sah hinauf in den Himmel. Ivy! Es war kein Wunder, dass sie von meinem plötzlichen Auftauchen sehr überrascht war. Latias, was machst du hier? Ich habe dich gesucht, Ivy. Du hast uns allen riesige Sorgen gemacht. Sie wandte sich wieder dem Sternenhimmel zu. Sich um mich zu sorgen ist nichts als Zeitverschwendung. Es bringt doch sowieso nichts. Aber wieso bist du hier? Nur weil du dir Sorgen gemacht hast? Nein, Ivy, weil wir dich brauchen. Wir brauchen deine Hilfe. Der Ausdruck in ihrem Gesicht ist wirklich schwer zu beschreiben. Es wirkte, als wüsste sie selber nicht, ob sie lachen oder weinen sollte. Meine Hilfe? Glaubst du wirklich, ich könnte euch irgendwie helfen? Ich kann ja nicht einmal mir selber helfen. Oder dem Stamm, für den ich verantwortlich bin. Ich bin zu nichts zu gebrauchen. Du bist umsonst gekommen. Das stimmt alles nicht. Du bist eines der stärksten Pokémon, denen ich je begegnen durfte. Wenn ich so stark bin, wieso bin ich dann unfähig, meine Pflicht zu erfüllen? Groudon hat den Wald übernommen, weil ich versagt habe. Ich wusste, dass es jetzt eine schwere Aufgabe werden würde, Ivy davon zu überzeugen, dass wir sie brauchten. Nein, weil du dir selber einredest, dass du es nicht schaffen kannst. Du bist das legendäre Pokémon der Hoffnung. Positive Gedanken sind das, was dich stärkt. Und vor allem deine eigenen. Wenn du dir selber einredest, dass du schwach bist, dann wirst du das auch sein. Sie schien kein Verständnis für meine Versuche zu haben. Du bist also gekommen, um mir Mut zu machen. Latias, ich reise seit fast 3 Jahren durch diese Welt, auf der Suche nach der Kraft, die ich brauche. Nur um zu realisieren, dass es sie nicht gibt. Lass es bleiben, Latias. Ich wusste, dass ich eine letzte Trumpfkarte hatte, die gegen Ivy eine größere Wirkung hätte als alles andere. Glaubst du nicht, dass Chillast mir zustimmen würde? Ihr Atem stockte. Ich hatte mir erhofft, dass ich sie mit dieser Aussage zum Umdenken bewegen könnte. Doch anscheinend war es das Letzte, was sie tun wollte. Weißt du was? Wenn du immer noch glaubst, ich wäre stark, dann kämpfen wir. Los! Greif mich an! Was? Nein, ich kämpfe nicht mit dir. Und warum nicht? Weil du weißt, dass es zeigen würde, dass du Unrecht hast. Nein, weil ich dich nicht verletzen will. Das musst du nicht, wenn du nicht willst, aber kämpfen sollst du trotzdem. Wenn du der Meinung bist, ich sei so stark, dann beweise es doch. Für einen Moment wusste ich wirklich nicht, was ich tun sollte. Doch schnell entschied ich mich. Gut, wenn du es so willst, dann zeig mir, was du kannst. Ein Kampf gegen Ivy. Das Letzte, was ich mir auf dieser Reise erhofft hatte. Und mir war bereits klar, dieser Kampf würde Ivys Meinung nicht ändern. Trotzdem ging ich ihn ein, da ich wusste, dass sie sonst überhaupt nicht mehr mit sich reden lassen würde. Jedoch verlief der Kampf sehr nach meinen Erwartungen. Ivy leistete kaum Gegenwehr und ihre Angriffe wirkten lächerlich schwach. Und schon bald stoppte sie mich. Du hältst dich zurück, das sehe ich, Latias. Siehst du es endlich ein? Ich habe keine Kraft mehr. Ivy, bitte hör mir doch zu. Du hältst deine eigene Kraft zurück. Diese Macht, die du die letzten 3 Jahre gesucht hast, hast du schon längst. Und selbst wenn nicht, selbst wenn du noch so schwach wärst, wenn wir dich den ganzen Weg tragen müssten, bräuchte unser Team dich trotzdem auf der Reise. Weil du einfach dazugehörst. Weißt du, Latias, ich schätze wirklich das, was du für mich tust. Ich bin immer alleine aufgewachsen, bis ich meine Freunde Chillast und dich fand. Du hast dich immer so gut um uns alle gekümmert. Aber wir alle sind nicht mehr die Kinder, die wir einmal waren. Ich kann mich selber gut genug einschätzen. Sie blickte mir direkt in die Augen. Ich kann euch nicht begleiten, ich wäre nur eine Last. Aber wenn du dir dann keine Sorgen mehr machst, dann werde ich nach Schmuckstadt reisen, wenn ich in der Gilde trainiere. Dann finde ich vielleicht irgendwann meine alte Stärke wieder, okay? Nein, Ivy, wir brauchen dich. Dein Stamm braucht dich. Ich brauche dich. Bitte, ich bitte dich. Sie schien jedoch nicht daran interessiert, weiter zu diskutieren. Und als ich gerade selber weitermachen wollte, bemerkte ich, dass all meine Freunde langsam eintrafen. Auch Ivy bemerkte sie. Wie, ihr seid alle mitgekommen, um mich zu suchen? Blatt, Shinux, Bulbi
Und sogar du, Spark? Ja, wir sind alle deinetwegen hier. Einerseits merkte ich, wie gerührt Ivy war. Andererseits wirkte sie jedoch auch verzweifelt. Es tut mir leid, aber ich habe Latias alles erklärt. Ich werde nicht mitkommen. Ihr seid umsonst hier. Umsonst? Aber der Stamm braucht deine Hilfe, Ivy. Mit dir können wir Groudon verjagen. Hat ja schon beim ersten Mal prima funktioniert, nicht? Lass das sein. Ich habe Latias versprochen, nach Schmuckstadt zu reisen. Dann müsst ihr euch keine Sorgen mehr um mich machen. Wir alle sahen einander verzweifelt an. Es schien so, als könnten wir nichts mehr tun. Wenn Ivy sich nicht anschließen wollte, könnten wir sie nicht zwingen. Zumindest wüssten wir sie jetzt in Sicherheit, denke ich. Aber nicht alle von uns wirkten so hoffnungslos. Die kleine Funkenherz war immer noch so fröhlich wie immer. Bist du Tante Ivy? Ich wollte dich schon immer treffen. Gegenüber dem kleinen Mädchen schaffte es sogar ein kleines Lächeln, sich in Ivys Gesicht zu schleichen. Tante Ivy, da komme ich mir ja gleich alt vor. Wer bist du denn, meine Kleine? Ich bin Funkenherz. Den Namen habe ich doch schon in einem anderen Kontext gehört. Die Kleine gehört zu euch beiden, nicht Bulbi und Shinux? Ja, sie wollte dich wirklich schon seit ihrer Geburt treffen. Daher denke ich, dass die Reise wohl auch etwas Gutes mit sich gebracht hat. Das hat es wohl. Also, wir sehen uns bestimmt eines Tages wieder. Für heute möchte ich bitte noch alleine sein. Morgen reise ich ab. Doch wie aus dem Nichts zog Funkenherz etwas aus dem Beutel. Es war ein Umschlag. Ein alter Umschlag, der bereits in Vergessenheit geraten war. Dieser Brief an dich lag schon seit ich denken kann in Silberdorf rum. Und ich dachte, dass du ihn vielleicht endlich bekommen solltest. Und deswegen habe ich ihn eingepackt. Funkenherz, du bist ein kleines Genie, weißt du das? Ivy wirkte neugierig. Von wem ist er denn? Das ist eine lange Geschichte. Sie begann an Weihnachten, vor etwa 3 Jahren. Wir alle versammelten uns in Silberdorf, außer dir. An diesem Tag erfuhren wir auch alle, dass Funkenherz geboren werden würde. Und spät in der Nacht geschah eine Art Weihnachtswunder. Wie aus dem Nichts tauchte ein Brief von Günther in Lord Eckes Haus auf. Dein Brief an Chelast verschwand. Und dieser hier erschien. Sie nahm den Umschlag entgegen, welcher ihr schon immer hätte zukommen sollen. Ich hatte ihn im Verlauf der Jahre ganz verdrängt. Doch Funkenherz hatte dies nicht. Ivy öffnete den Umschlag und erstarrte. Das ist doch nur ein Trick von euch, gebt es zu! Erkennst du die Handschrift denn nicht wieder? Dieser Brief ist von Chelast! Für einige Minuten verstummte sie und las den Brief genauestens durch. Anschließend legte sie ihn zur Seite. Ein weiteres Mal sah sie hinauf ins Polarlicht, doch ich sah die Tränen in ihren Augen genau. Selbst nach seinem Tod, selbst dort im Jenseits, ist er immer gutmütig und selbstlos. Selbst an diesem Ort opfert er sich noch für alle auf. Und ich, anstatt stark zu bleiben, wie er es wollte, ich... Irgendetwas schien auf einmal mit Ivy zu geschehen. Sie schloss ihre Augen. Ich habe ihn enttäuscht. Ich habe alle enttäuscht. Ich habe versagt, meine Pflichten vernachlässigt. Ich hatte euch alle nie verdient. Ich... Wie aus dem Nichts brach sie auf einmal zusammen. Alle eilten panisch zu ihr. Außer mir. Ich spürte tief im Inneren, dass Ivy in Ordnung war. Wie in Trance versetzt, schwebte ich über sie hinweg. Dann realisierte ich erst, was geschah. Die Sage des Erbes. Die erste Latias setzte sich mit mir in Verbindung. Die Hüterin des Erbes. Irgendwo war sie auch ich. Irgendwie bestand zwischen mir und Ivy wirklich ein familiärer Bund. Irgendwie waren doch beide Latias dasselbe Pokémon. Und so sprach ich die Worte, welche durch mein Unterbewusstsein schwirrten. Spüre den Schmerz in deiner Seele. Spüre all den Zorn in deinem Verstand. Aus deinem Zweifel soll die Macht entspringen. Nimm den Schmerz und wandle ihn um in Kraft. Trage das Erbe der Drachenblutlinie wieder hinaus in die Welt. Alle starrten mich verwirrt an, während Ivy langsam wieder aufstand. Äußerlich wirkte sie exakt wie zuvor, doch ich merkte, sie hatte sich verändert. Latias, warst du das gerade? Ja und nein, es war die erste Latias, deine Ahnen. Und nun hast du die wahre Macht deines Inneren freigesetzt.
Das Erbe deiner Blutlinie. Das Erbe des Drachen. Anders als erwartet, wirkte Ivy nicht schockiert. Nicht einmal überrascht. Also gab es tatsächlich noch eine Macht. Sie blickte mich entschlossen an. Latias, ich bin bereit für Runde 2.